Ja, Herr Schorschel, Sie haben eine Idee im Schulunterricht gehabt und dafür sogar noch einen Preis gewonnen. Genau, richtig. Wir haben einen Vokabeltest geschrieben, einen Englisch-Vokabeltest. Kurz vorher alle nochmal zusammengesessen und versucht, uns letzte Vokabeln einzuprägen. Funktioniert oft nicht so gut, so auch bei mir. Also habe ich meinen Banknachbarn gefragt, wie er sich die Vokabel merkt. Und er sagte, kennst du nicht den und den Song? An der und der Stelle singt er das doch. Und den Song hatte ich schon tausendmal gehört, war mir aber nie bewusst, dass die Vokabel in dem Song vorkommt. Und als einmal die Brücke geschlagen war, konnte ich mir die Bedeutung merken. Und so kam ich dann auf die Idee, dass man sich doch alle Vokabeln in Verbindung mit Songs merken kann. Das heißt, Sprachen lernen mit Songvokabeln. Genau, das ist die Grundidee. Und mit dieser Idee bin ich dann zu meinem damaligen Informatiklehrer gegangen, habe ihm davon erzählt und zusammen haben wir bei Jugendforsch teilgenommen und dort auch den Landessieg im Bereich Mathe-Informatik gewonnen. Okay, was ist Ihr Lieblingssong? Ach, da gibt's unterschiedliche. Also ich höre eigentlich gern Songs, Robbie Williams zum Beispiel. Ich bin eher so der Schnulzensänger. Ja. Und was für eine Vokabel steckt da drin, die Sie noch lernen mussten damals? Zu der Zeit war das bedingungslos, unconditional. Ja. Kann ich Ihnen vielleicht auch mal ein Beispiel zeigen? Ja, okay, legen wir mal los. Drücken Sie mal auf ein Beispiel. Einfach lassen Sie mal einen Song. Genau. Also hier hat man noch die passende Textstelle dazu und die Möglichkeit, das Ganze dann genau auch ab der Stelle zu hören. Also unconditional, bedingungslos. Das war nun nicht Robbie Williams, sondern Katy Perry, aber richtig. Da kommt eben nun dieser Begriff drin vor. Genau. Und was sagen eigentlich die Englischlehrer dazu? Können die das mit zur Unterstützung verwenden? Genau, also die finden es klasse, einfach weil es eine Option ist, um motiviert lernen zu können. Wir schauen auch, dass der Lernfaktor immer noch im Vordergrund steht. Also diese Songs sind immer nur als Merkhilfe da, immer dann, wenn man Probleme hat. Man muss sich also nicht zu jeder Vokabel einen Song merken. Ich glaube, dann wird es auch zeitlich nicht funktionieren, sondern immer dann, wenn man Schwierigkeiten hat, dann liefern wir die passende Eselsbrücke sozusagen. Okay, und wenn die dann Sprachtests machen müssen, dann tun sie sich einen Kopfhörer auf? Dann wird gesungen. Ja, nee, klar, das funktioniert natürlich im Test nicht. Aber dadurch, dass die emotionale Verbindung einmal hergestellt ist, kann man sich die Vokabel dann auch merken und abrufen, dann, wenn man sie braucht. Ja, also nach Noten lernen finde ich eine tolle Sache und das wird bei uns auch hängen bleiben. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.